Guten Tag, mein Lieben. Ja, heute ist der 18. und heute habe ich ein anderes Video für euch. Und zwar, ich dürfte mir was aussuchen und in meinem Video vorstellen. Und zwar, die Firma hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwas von denen testen oder je meine Videos vorstelle. Und ich habe wieso? Und ich habe ja gesagt, warum auch nicht? Nur, ich werde ja nicht bezahlt für meine Meinung. Ich hab nur bloß die Artikel, die für das Produkt dann kostenlos bekommen. Aber sonst sage ich nur meine ehrliche Meinung und ich werde auch nichts dafür bezahlt oder sonst was. Und ja, und ich freue mich mit euch meine Paket zu öffnen. So, schauen wir mal rein. Ich musste 3 Tage oder 4 warten, weil ja, ich hatte andere Videos vor zu drehen. Ich meine, ich hatte andere Ideen und deshalb, ich wusste nicht, dass das so schnell kommt, wie jetzt gekommen ist, nach 2 oder 3 Tagen sogar. 2, glaube ich. Und ich werde die Artikel auch unten verlinken. Das ist von Amazon, wie gesagt, habt ihr ja schon gesehen, meine Box. Und ja, mal schauen, was sich drin befindet. Ich weiß schon, was das ist, aber das ist auch schweineteuer, so eine Tasche. Und ja, und ich werde es unten verlinken. Vielleicht möchte hier jemand von euch. Ich werde versuchen, noch einen Code dafür zu bekommen, aber ich glaube, weiß nicht, ob das passt. Ohrringe aus, raus. Sorry. So, jetzt. So, das ist die schöne Tasche. Das ist das Produkt. Die Tasche kostet unglaubliche 46 € und ja, ich war baff. Das ist bestimmt aus Leder. Fühlt sich so hochwertig aus. KT Leder, Umhängetasche, genau. KT mit Doppel-T und Doppel-E heißt die Marke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe sowieso eine Tasche gebraucht. So. Fühlt sich sehr hochwertig an. Sehr weich. Riecht auch fast nichts. Und ja, ich freue mich, die zu testen. Dankeschön nochmal an das Team oder an, wie heißt sie jetzt? Da werde ich schon unten verlinken, der Name. Einmal raus. KT, das ist eine Leder. Das ist hochwertiger Leder. Das ist aus Leder, aus echtem Leder. Das hat fast 50 €. Wow. So. Man hat hier einmal einen Reißverschluss. Dann nochmal hier, wie eine Geldbörse oder Portemonnaie auch. Kann man auch hier was verstecken. Hier. Dann noch hier eine dritte Tasche drinne. So. Und da ist viel Platz. Hier noch Hänge. Und da noch Reißverschluss mit dieser süßen KT. Das ist die Marke. Ist auch sehr schön gemacht, finde ich. Mit einem K. Genau. Ja, sehr schön finde ich die. Ja, echt schön. Und da kann man die auch um die Schulter umlegen. Ich werde es mal aufmachen, um euch zu zeigen. Schön sieht das aus. Noch hier. Hier an die Seiten kommt das. Ich mag gerne auch so Schulter tragen. Ich meine, so quer. Mag ich auch gerne. Und meine war ja schon kaputt und ja, ich freue mich. Ich freue mich und Braun passt auch zu allem. Ich freue mich. Oh, die ist ja schön. Finde ich schön, auch hier mit 4. Schaut mal, das sieht so weich aus. Ist sehr weich. Sehr, sehr, sehr weich. Ich mache mal das ab. Es wird nicht so langes Video sein, wie gesagt. Aber ihr habt ja meine Tasche gesehen und ich bin sehr glücklich damit.
So. Schau, schön, meine neue Tasche, passend zu Weihnachten. Das ist Weihnachtsgeschenk für mich. So, jetzt freue ich mich, die zu benutzen. Sehr weich. Ach, die ist schön. Die ist schön. Ah, ich freue mich, die zu testen. So, jetzt bekommt ihr von mir meine Verlosung von heute. Und ich, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich danke, ich sage danke an den Team. Und an den, ah, ich habe seinen Namen vergessen. Sorry, aber schreibe ich hier unten, wenn ich nicht wieder vergesse. Und danke nochmal für die schöne Tasche. Ich freue mich sehr. Und jetzt bekommt ihr von mir, wie gesagt, ich werde alles unten verlinken zu der Tasche. Schaut mal rein, da gibt es auch verschiedene, glaube ich, Farben und so. Ja, ich freue mich, die zu benutzen. So, ich habe jetzt zwei Sachen für euch zum Verlosen. Und zwar von Essence Highlighter Stay Cool Llama. Einmal. Und noch von Trend It Up Nude and Care Top Coat. Auch für euch. Oh. Muss ich gleich anmachen. Hier dran machen. So, mein Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns. Bis morgen. Tschüss.